Okay, habe ich erwischt. Ja, Punkte. War natürlich klar, dass da noch welche leben. Habt. Jetzt muss ich mal kurz, wie komme ich denn da hoch? Bloß WC. Wohl, nee, ich glaube, ich musste die umbringen, damit ich hinaufschwimmen kann. Ja. Doch, es wird bestimmt so gewesen sein. Okay, und er hat für mich Frequenzschlüssel, Frequenzumrichter 2. Okay, jetzt musste ich ja mal kurz untertauchen. Da drüben. Ich blute. Das ist nicht gut. Ach, die Arschlöcher greifen mich auch unter Wasser. So ist das. Okay, wieder was gelernt. Dass die alles können. So, zeig's mir. Und Sammelobjekt, ja. Vom Zugang zur Laderampe. Was steht hier wieder? The Queen of the World was the Provost Ale Refuge. Now it will be turned to serve more or less, office protect the. Why? Nee. Why? X. Jetzt komme ich gerade nicht drauf, wie man es ausspricht. Stopp mal, wie hieß es noch? Ja, ist jetzt auch erstmal egal. Das tut ja auch nichts zur Sache. Im Grunde steht da eh wieder immer das größtenteils das Gleiche. Was da? Cycle the feeds. Find the door. Viel Funktion. Ah. Bingo. Geschafft. I tell you, Kate, all this excitement is quite draining. Ich muss dort. Ich sollte nur aufpassen, da ist immer noch einer mit einer Knarre. Ist natürlich erstaunlich, dass die ja dann unten auch lang schwimmen und mich noch beschießen. Das macht es doch ein bisschen anspruchsvoller. Okay, gibt's hier noch was? Oh. Upsi. Jetzt müsste das Kapitel auch fast schon, oder der Akt schon fast wieder zu Ende sein. Kontrollpunkt. He was setting a mine, just like the others. To protect the VFDs, like I told you. Or to keep people out of the loading bays. Maybe. Maybe. Trying to contain the survivors, stop them escaping. Yeah, or maybe they don't want anyone discovering what their real plan is. Oh, das sah jetzt aber auch ganz schön cool aus, wo die so nass war. Warum beschützen sie die Verladerampen? Ich wusste es, die Malthusianer beschützen die Laderampen. Aber was beschützen sie? Was übersehe ich? Das ist eine gute Frage, das wissen wir aber noch nicht. Und boah, wieder elegant.
Aber das, der Akt muss doch wirklich langsam mal vorbei sein, oder? Warum? Ich will die Punkte nämlich mal abgerechnet haben, so damit ich den Part hier beenden kann. Komm, und runter. Doch, doch, das finde ich ganz cool. So. Ist nicht schlecht. Mist, da denke ich immer, es wäre wieder was. Aber hier ist was. Dokument. Dokument, Titel, Wunder. Zwei Seiten diesmal. Autor Edward Grimley. Es ist ein Wunder. Ich meine, sie wollten mich umbringen. Ich sollte tot sein. Wäre die Tür nicht eingebrochen. Das Wasser hat mich gerettet. Mein Scharfrichter vor meinen Augen durch Strom hingerichtet, als hätte Gott persönlich sie zerschmettert. Ich habe meine Medizin gegen die Nervosität verloren. Aber wer braucht sie schon? Der Herr ist mit mir. Und ich muss nie wieder Angst haben. Gut. Sonst noch was? Nö. Ach, ich muss springen. Verstehe. Weg. Und... hopp. Und bin drin. Jesus, Kate, you were right. The loading bays are crawling with Malthusians. Wait a minute. Yeah, this is perfect. When you take out the remaining VFDs, it'll draw the bastards out of there. You catch on pretty fast, Gil. Okay, dann machen wir das mal. Oh. Das sind aber... ach, hier. Hab's. Das sind aber trotzdem noch welche, die im Wasser hängen. Der hier beispielsweise. So, das war's. Right, I'm in. Passiert. Da liegt er. Info, Frequenzschlüssel, Zugang zur Laderampe. Verladerampe. Und wieder Klebemunition. Schön. Was steht da? Caution, High Pressure, Water. Ja klar. Passt. Konsole hacken. 25 Sekunden für das Spiel und... oh, was ist das? Jetzt wird es schon komplizierter. Ha, 9 Sekunden. Piece of cake. This hero business is easier than it looks. Yeah, just one problem. How do I get back out? Die Wand leuchtet. Yeah, flood the ship some more, why don't you? Oh, that's a great idea. Easy to fix. Medaille, Riss im Rumpf. Schieße auf dem Riss in zweiten Frequenzumrichtung, um den Raum zu fluten und zu entkommen. Ja, das sind... irgendwie habe ich das Gefühl, die Medaillen sind im Grunde Sachen, die man sowieso kriegen würde. Also, ja, Mühe braucht man dafür jetzt nicht. Warte, stopp, wo geht's hier raus? Ach, da. Ja. Stopp mal, wo geht's denn? Eigentlich muss ich ja hier drüben lang, aber da geht's nicht, also muss ich hier. Ja, wird mir sogar noch angezeigt, wenn ich das so sehe. Ich vermute zumindest mal, dass das Leuchten das bedeuten soll. Okay, rüber. Tür öffnen, runter und hoch. Aber irgendwann. Well, power to the port engines has been cut by 52%, but our friends in the loading bays haven't budged. Damn it! What's so important about the loading bays? Look, at least we slowed the ship down. There's nothing more we can do. It's time to get back to Plan A and get off this deck. Was wollen Sie wirklich? Was wollen Sie wirklich? Die Verladerampe sind der Schlüssel. Warum haben Sie die Gelegenheit nicht genutzt, die Queen of the World und Nanocell auszulöschen, wenn Sie nicht etwas anderes erreichen wollen, etwas Wichtigeres? Was auch immer es ist, Sie brauchen die Verladerampen, um es an Bord zu bekommen oder von Bord. Das muss es sein.
Ach, so ging's. Gut. Da lang muss ich. So, und jetzt muss ich hier nach drüben. Okay. Treibstoffdüsen löschen. Wo sind denn die? Da nach oben muss ich. Hier gibt's aber. Doch, hier gibt's was. Oder auch nicht. Scheinbar muss ich warten, bis der Raum noch ein bisschen überflutet. Ah, Feuer. Steuerraum. Ich muss hier lang. Ich muss also diese blöden Düsen da löschen, aber wie stelle ich das an? Hier ist noch wieder Fehlfunktion, also muss ich hier scheinbar doch nicht lang. Ach, Dreck. Ja, bin ich mal drauf gegangen. Mal wieder. Ist ja nichts Neues und es passiert mal wieder nichts. Und es geht weiter. Ja, das System lässt sich diesbezüglich sehr leicht verarschen. Ich muss mal kurz überlegen, wo geht's denn jetzt hier lang? Hier ist eine Kamera. Ich muss das Ding dort drehen, aber ich muss ja nach oben kommen. Wie komme ich hier nach... Das ist doch sinnlos, warum ist das Feuer hier? Oh, Bingo. Verstanden. Ich muss hier rein. Hier ist alles kaputt. Da ist auch alles kaputt. Okay, dann muss ich doch nicht hier rein. Muss ich hier lang. Und muss hier nach drüben. Und hier rüber und fallen lassen. Einmal und zweimal. Perfekt. Geschafft. Und jetzt verwenden wir das. Und hoffen, dass der zweite Akt jetzt langsam mal abgeschlossen ist. Und runter. Tür öffnen. Shit. Find the manual override valves to drain the water. Warum denn quickly? Ich hab doch Zeit. Oder auch nicht. Ein Augenblick. Mal. Ein Augenblick mal. Wo geht's denn? Da nicht. Hä? Hat man mich beschossen? Ich muss jedenfalls hier lang. Da steht's ja auch. Und verwenden. Manual hatch release. Oh, sorry, Kate. There must be another valve on the opposite side. Gemacht, Kate. Verwenden. Brauche ich noch nicht. Verwenden. Geschafft. That should do it, Kate. Just hold on. Ist aber auch nicht so einfach, so ein Ventil unter Wasser zu drehen. Gut, sinkt ab.
Jetzt muss ich aber. The loading bay entrance is above you. We need to find a way up. Gefunden. Too damn obvious. Und komm. Wieder eine Kletterpassage. Ich muss sagen, der Akt geht jetzt trotzdem schon ganz schön lange, wenn ich hier mal kurz. Nein, falsch. Wenn ich hier mal kurz. Jetzt, genau. 41 Minuten schon. Muss nach drüben. Und hoch und hoch. Listen, King. The loading bay is crawling with Malthusians. Keep your head down in there. Stay out of sight. Schon verstanden. Geschafft. Oh, komm, lass doch das Ding mal enden. Stopp, ich gehe nach oben. Womöglich gibt's hier was. Oder auch nicht. Gute Wille wird aber auch nicht hier geschätzt. It's blocked. You've got to clear the elevator shaft. Schon klar wie. So, ist hier jemand. Mila, I know I cannot appeal to your morality any more than I can appeal to the intellect of a rat. So I tell you this as a matter of cold, irrefutable fact. You believe the device in ElectroCorp is capable of deactivating the failsafe algorithms embedded in our nanobots. You are correct. What you do not understand is that without these failsafes, the nanobots will view anything they encounter as a valid source of purification, whether it be oil, seawater, or blood. If you continue down this path, you won't have your genocide weapon. Instead, you will unleash nothing less than total Armageddon, and you will be consumed as surely as the rest of us. The antidote you have stolen is only effective while the failsafes are in place. If you deactivate them, it will become useless. I implore you, stop this madness before it's too late. Oh God, Kate, that's it. The Malthusians don't want to destroy Nanocell's research. They want to turn it into a weapon. Scheint so. If Morton's right, if Mila has the only antidote. Antidote, okay, Gegenmittel. Interessant. Das Blöde ist hier halt immer nur teilweise. Gut. Blöd ist ja immer nur, wenn ich kämpfe, dass ich irgendwie nicht zuhören kann, was die Leute sagen. So. Y. Tauchen wir mal auf. Kurz mal untertauchen, denn ich habe so das Gefühl, oder ich habe es gehört, zumindest dachte ich es, dass mich jemand beschießt von oben. Ja. Yeah. Hab dich. Okay. Was ist das denn? Oh, diesmal bin ich nicht so. Auf Zack. Heck abbrechen. Da haben wir es wieder mal, die Non-Intelligenz der KI hier. Wellenlänge. Okay, das erste hätten wir. Ja, das zweite haben wir auch. Okay, hab's geschafft. Volk. Hack-Bonus, schön weg hier. Hier gibt's doch bestimmt noch was, oder? Körper durchsuchen, Info, Frequenz, Schlüssel für die Lade, Rampe, okay, Fernladerampe.
Da muss ich lang. Ach komm schon. Ach hier. Okay. Hab's